Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute kam das schöne Big Butt Download Package raus. Ja, hier habt ihr auf jeden Fall schon mal eine kleine Auswahl an Traktoren, die es dort gibt. Also das sind die dicken Big Butts. Wir gehen jetzt hier mal in das Standardgerät rein. Wir haben hier jetzt nicht ganz so viele Funktionen, ist halt so typisch Giant Software Funktionen. Ziemlich sexy Hupe, Licht haben wir, Blinker haben wir natürlich auch, die ganz normalen. So, Rücklicht haben wir auch. Genau, das waren so hauptsächlich die Funktionen. Und natürlich ein animiertes Cockpit. Hier oben haben wir noch einen kleinen Mini-Fernseher. Da vorne ist eine Klingel. Ja, hier ist halt der Rest des Fahrzeuges. Also ich saß noch nie in so einem Big Butt und ich kenne die Marke jetzt auch nicht so. Deswegen kann ich dazu auch nicht so viel erzählen. Wünschenswert wäre es noch gewesen, wenn hier die Knüppel animiert gewesen wären. Immerhin ist das Lenkrad animiert, das ist ja auch schon mal was. Genau, so, das ist auf jeden Fall der ganz große mit normaler Bereifung. Wir gehen jetzt mal einen Traktor weiter. Da haben wir den kleinen Bruder, der hat quasi dieselbe Innenausstattung mit dem Funkgerät, Radio, Licht und so weiter und so fort. Hier ist dann auch nochmal so eine Klingeltür, genau. Da seht ihr es nochmal, Blinker da hier oben und hier hinten sind die Blinker irgendwie nicht vorhanden, keine Ahnung wieso. Ne, hier hinten gibt es keine Blinker. Oder ich habe sie noch nicht entdeckt. Ne, hinten gibt es auch keine Blinker, keine Ahnung. Okay, ja, daneben ist dann das Monster. Das ist quasi der ganz normale Big Butt, allerdings mit Drillingsbereifung. Wo auch immer man das benötigt, ich weiß es nicht. Also, man kann es benutzen, man muss es aber nicht benutzen. Weil das ist einfach viel zu groß. 32 km/h schafft er zwar, aber trotzdem, wofür braucht man das? Also wir gucken uns mal kurz die genauen Leistungsdaten an. Also den gibt es in 1110 PS, das ist schon echt ordentlich. 809 Kilowattstunden, eine Tankfüllung von 3785 Litern passt da rein. Das ist teuer. Ja, 780 Euro kostet der am Tag im Unterhalt. Das ist jetzt auch eher ein Fahrzeug, was man sich für extrem große Felder, zum Beispiel auf der Sosnovka-Map, aufbewahren sollte, dieses Fahrzeug. Da ist es nämlich perfekt aufgehoben. So, 500 PS hat der kleine Bruder. So, das sind auf jeden Fall die Traktoren. Es gibt diesen Traktor auch noch in Zwillingsbereifung, so ganz normal. So ist auch, ja, halbwegs okay. Gut, dann holen wir uns mal kurz einen Anhänger. Kipper. Nehmen wir mal irgendeinen, der hier auch anpasst. 47.000 Liter passt hier dran. Okay. So, oh, jetzt müssen wir unseren Dreiachser wieder wegfahren. Ach, Dreiachser sage ich schon. Unseren Drillingsreifenfahrzeug. Weil guckt mal, das, der nimmt eine komplette Straßenseite ein. Also die komplette Straße nimmt er ein und das ist ein bisschen zu viel. So, okay. Also wir machen mal kurz den Test und so weiter, was der so ziehen kann. Ja, das darf der Händler nicht sehen. So. Das ist aber auch ein Monster. Nur ob ihr euch das Pack holen solltet oder sowas, müsst ihr halt selbst entscheiden. Es gibt hier jetzt, glaube ich, auch noch Grubber und so weiter, so wie ich das gehört habe. Guck mal kurz. Ja, genau, hier so ein Flexi-Coil mit 24 Metern Arbeitsbreite. Das ist echt heftig. Dann mit 18,2 Meter Arbeitsbreite und mit 8 Meter Arbeitsbreite. Also das ist schon echt eine krasse Hausnummer, die wir da haben. Hallo, Verkehr. Das ist schon echt eine krasse Sache. So, ich glaube, es gibt hier natürlich noch mehr. Steht hier natürlich unten. Das ist quasi alles in groß. Eine Sämaschine mit 18,2 Metern. Dann gibt es die, oh, hier vorne sind ja noch weitere, auch mit, ja, normal 18 Meter. Das ist halt für den ganzen Rest hier so Zusatz.
Tanks erhöhen die Kapazität der Seemaschinen um 14.000 Liter. 25,6 Meter, 640 PS brauchst du mindestens dafür, um das halt zu benutzen. Und das ist krass, muss ich schon sagen, was man hier so bekommt. So, okay, dann blinken wir mal. Gut, Blinker funktioniert auch. Okay, dann machen wir das kleine Zusatzfenster weg. Und selbst mit Zwillingsbereifung ist das Ding ein Monster. So. Keine Sorge, die Baustelle, die wird noch abgesichert und so weiter. Aber ich stelle mich jetzt trotzdem mal hier hin. Ich hoffe, dass jetzt kein Auto kommt. So, Freunde, kurzer Cut war jetzt hier im Spiel, weil ich hatte nämlich die Pylonen nicht im Mod-Ordner drin. Und ich hatte gerade eine Aufnahme gemacht, allerdings hat die sich verabschiedet, deswegen ist es jetzt nochmal neu. Deswegen ist ja Big Bud gerade auch umgedreht, von daher entschuldigt mir diese kleine Unangenehmlichkeit. Ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert mit der Pylone. Und zwar stellt ihr die einfach hier hin, oder irgendwo hier hin, weil auf die Straße kann man die leider nicht stellen. Das ist halt so wegen diesen Straßen, weil die kann man nur aufs Terrain stellen und das funktioniert wohl noch nicht so, wie man sich das wünscht. Ja, dann kann man die auf jeden Fall greifen und stellt die einfach hier hin. Und so haben wir dann auf jeden Fall die Straße gesperrt. 50 Euro pro Pylone. Ich weiß gar nicht, wie so die echten Preise sind. Aber ich finde es in-game zumindest okay. So, wir haben jetzt hier uns 10 Tonnen Erde geholt. So, muss mal kurz gucken, dass es auch passt. Dass hier auch nichts rausfällt aus unserem, aus unserer Schaufel von unserem Volvo-Bagger. Warte. Oh, jei. So, okay. 47 Tonnen passen da insgesamt rein. Das ist hier schon wieder aufgefüllt, komischerweise. So. Fahren wir mal wieder rüber. Kippen es hier wieder rein. So. Ja, ich würde sagen, 2 Baggerschaufeln reichen erstmal. So. Parken wir hier mal. So. Und düsen jetzt mal hier hoch. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich da die Pylonen hingestellt habe. Warte mal, ich fahre die mal, oder ich stelle die mal kurz an eine Seite. Oh, das war nicht gut. Da habe ich die gerade weggeschleudert. So, den stellen wir hier hin. Gut. Oh, wir fahren trotzdem drüber. Traurig. Naja, wir sind ein bisschen breiter, von daher ist das okay. So, wir fahren jetzt einfach mal hier hoch. Also wir sind jetzt mit 20 Tonnen zu 42% gefüllt. Können trotzdem noch VMAX fahren. Also 32 km/h hier einfach mal in diese Siedlung, wo jetzt Erde benötigt wird. Die kippen wir dann einfach mal hier ab, weil hier entsteht ein neues Wohngebiet. Und dann hat der Big Bud den Test auch erfolgreich bestanden. Irgendwie will er hier gerade nicht abkippen. So, hier will er abkippen, sehr gut. Okay, hier haben wir die Erde auf jeden Fall abgekippt. Und dann fahren wir jetzt mal wieder zurück zur Baustelle. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. So. Ist natürlich ein bisschen schwierig, so ein Gerät natürlich zu handeln und so weiter. Das muss man natürlich ein bisschen üben. Aber ich kann jetzt noch kein abschließendes Fazit zu diesem Big Bud DLC euch raushauen, weil ich halt bislang nur die Traktoren gefahren bin. Die Seemaschinen, die Grubber und all das, was da noch zugehört, das konnte ich ja noch gar nicht testen. Und das werde ich dann noch in einem extra Video machen. Dort werden dann die Seemaschinen noch ausprobiert, die Grubber. Ich glaube, Flug gibt es auch noch, also da gibt es verschiedene Dinge. Und ja, dann schauen wir auf jeden Fall mal, wie es dann weitergeht. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video.
Den Link zu dem DLC findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder, Freunde. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bye.